Ja, gut, dass ich hier kann. Hi. Hüstel, Hüstel. Oh, die muss als Tag da durch. Wie sieht der eine denn aus? Ach Gott. Ah, ein Reaper. Obwohl man das leider das hinkriegt. Ich hasse es jedes Mal. Ich hab jedes Mal hier Schiss. Ich hab jedes Mal Schiss. Ob bei Zeit oder als Ding. Jedes Mal hab ich Angst, dass ich das spiele. Alle da? Sind alle da? Hi. Alter, dieser Sage und dieser... Oh mein Gott! Es ist so grauenvoll! Mit dem da auch. Yay, Stufe 40. Ich vertraue dem Tank, dem Heiler einfach mal. Oh mein Ich frage mich. Oder kann man hier stehen? Ich hasse es, mein Leben in andere Hände zu geben. Das ist unheiler. Ich vertraue anderen Heilern einfach nicht. Wenn mein Lebensweg runtergeht. Hi. Ich
Level 41. Heider? Musst du vorrennen? Ich hasse Leute, die vorrennen. Ich vertraue dem Heiler nicht. Merkt man uns gar nicht, oder? Man merkt so gar nicht, dass ich dem nicht vertraue. Ich hab Angst vor dem Heiler. Ich meine, ich heile genauso, aber trotzdem habe ich Schiss. Ich will einfach nur nicht sterben. Servus. Weil, sagen wir mal, nicht richtig klickt. Hi. Ich warte auf die Kiste. Ich warte auf die Kiste. 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 Danke. Jetzt muss ich erstmal die Sequenz sehen. Ich bin schon wieder so nett. Hi.
Okay, das brauche ich nicht. Okay, so. Ja. Ja. Hey, 43! Ein WS. Level 43. Hä? Ich muss doch noch 7 Level Tanks spielen. Nice. Ich hab den Tankbar durch. Das ist so schön. Psko, Freudendank, Großwachsener, fallen große Steine von Brüvoks Herz. Gefährliche Schuppentier kommen und psch, nehmen Hause von Brüvoks, aber Großwachsener mit schnellem Schritt. Starker Kampf, Brüvoks tragende von mutiger Großwachsener jetzt im Herzen für immer Zeit. Brüvoks kann wieder frohe Zeit in Hause bekommen. Sollst du jetzt haben, köstliche Essenssache ohne Wartenzeit. Den Aufgabenkleinigkeiten aufräumen, sonst vergesse ich das. Mach das, Kitty. Kochenweise ist große Heimnis von Goblins. Streng heim. Portion Goblinkäse hat köstlich Geschmack und bringt auch Freudenzeit für Nase. Bringst du jetzt zu Weißgat mit flotter Schritt. Ja, flotter Schritt, glaube ich sogar. Okay. Dreiundzwanzig wär's. Willkommen zurück. Wie ist es dir in Brüvoks Langrast ergangen? Hast du ihre Hilfe, hast du ihr helfen können? Ihnen helfen können? Wie auch immer. Wow, das stinkt ja gewaltig. Es gibt keinen Zweifel. So stinkt nur ein Goblin, nur ein Käse. Goblin-Käse. Eine der drei Köstlichkeiten Eosias. Wenn man sich einmal an den Geruch gewöhnt hat, wird man bald seine Herzhaftigkeit lieben lernen. Auch was für ein, aus was für einer Milch man den macht? Das verrate ich dir besser nicht. Das vergeht dir der Appetit vollends. Das glaube ich aber auch. Achso, okay. Ich mach Essen. Mach das, Iron. Was gibt's bei dir? Du hast es wirklich geschafft und alle der drei Köstlichkeiten Eosias zusammengesucht. Das Adamantheimer-Ei, das Stück Velvet-Wurmfleisch und die Portion Goblin-Käse. Jetzt habe ich nur noch eine allerletzte Bitte an dich. Zu einem erstklassigen Festmahl gehört natürlich ein erstklassiger Wein. Ich habe auch schon eine sehr klare Idee, wo du diesen finden kannst. Dafür möchte ich, dass du einen meiner Untergebenen aufsuchst. Shamani Lomani ist sein Name, ein Winzer in Weinhafen. Hier, gib ihm diese Aperitivbestellliste, dann wird er sich der Sache mit Freunden annehmen. Ich weiß, dass viele Gelaufe und Gesuche mag dir auf die Nerven gehen. Aber das Festmahl ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Primae. Einen guten Wein zu finden ist nun einmal Teil davon. Ich verlasse mich auf dich, Adaria. Kartoffelpuppe hat sich das Kind ausgesucht. Alternativ wäre Käsespätzle. Oh, beides geil. Also Kartoffelpuffer. Oh, beste. Gut, diese ganzen Nebenquests brauche ich hier nicht mehr machen. Das hat sich jetzt sowieso alles erledigt. Gott. Mann, haben wir viel zu tun mit dem Taumaturgen. Wie sieht eigentlich das Unterteil aus? Das Unterteil sieht nämlich gar nicht mehr so weit aus. Das Unterteil ist voll schick. Ich glaube, das ist sogar mal was ich behalte.
So, und da ist eine hässliche Rüstung drauf. Die richtigen Temperaturen. Ausreichend Sonneneinstrahlung. Dieses Jahr wird ein guter Jahrgang. Oh, guten Morgen, Frau Abenteurerin. Womit kann ich dienen? Ein Bestellzettel? Ich habe mein Augenlicht in einer Schlacht verloren und kann ihn nicht lesen. Aber lass mich raten. Du möchtest ja deine Gedanken... deine Gedanken sind wie ein offenes Buch für mich. Wein, ja. Du möchtest leckeren Wein kaufen. Haha, ich habe vielleicht mein Augenlicht verloren. Aber nicht mein Humor, wie du merkst. Aber wollen wir doch mal sehen, was der Zettel mir verraten kann. Er riecht nach Seeluft, hoher Salzkeit, Sonnenküste vielleicht. Und dann, puh, was für ein Käse. Das ist doch einer der drei Köstlichkeiten Eosees. Sag bloß, dich schickt Wastecat, weil er ein Gericht aus allen drei Köstlichkeiten zubereiten möchte. Dafür hätte ich genau den richtigen Tropfen. Da staunst du was. Ich kann zwar nicht sehen, aber die anderen Sinne sind umso schärfer. Mein Geruchssinn verrät mir sogar Dinge, die anderen verborgen bleiben. Mhm. Die 44 kriegen wir bestimmt auch noch hin. Ich habe das Heer der Helden verlassen, nachdem ich im Kampf mein Augenlicht verlor. Danach bin ich hier in Weinhafen gelandet und habe ein neues Leben als Weinhändler begonnen. Und jetzt hat sich mein alter Kamerad Wastecat an mich erinnert und bestellt Wein für ein Festessen. Da darf ich ihn nicht enttäuschen. Ich werde dafür sorgen, dass er den besten Wein bekommt. Momentan habe ich selbst nur ein bescheidenes Auslauflager. Aber mach dir keine Sorgen, denn ich weiß schon, wer mit den richtigen Weinen dienen kann. Briglent, wie auch immer, ist ein Winzer, mit dem ich gelegentlich zusammenarbeite. Er stellt ausschließlich Weine von höchster Qualität her. Könige und Admirale gehören zu seinen Stammkunden. Sprich mit ihm und ich bin mir sicher, dass er dir einen vorzüglichen Wein anbieten wird. Vergiss nicht zu erwähnen, dass ich dich geschickt habe. Mal gucken. Schlimmste Siebus, da habe ich erst bis 15 hochziehen. Ja, den Gärtner muss ich halt auch noch weitermachen. Fischer müsste ich halt durchquesten. Problem ist, beim Fischer werde ich mir die Sachen tatsächlich kaufen, weil der ist schon 59. Der ist höher, als wie ich sie eigentlich haben wollte. Deswegen, so wenig anderweitig fischen, wie es geht. Was ist das für ein billiger Fusel? Das schmeckt, als hätte ihn schon mal jemand getrunken. Richte dem Lagermeister einen schönen Gruß von mir aus. Und entlasst ihn, aber augenblicklich. Ja? Wer bist du denn? Ein Bekannter von Shamani Lomani? Diesen Möchtegern-Weinkenner? Wein soll ich dir verkaufen? Das soll wohl ein Witz sein. Du weißt ja noch nicht mal, wie herum man eine Flasche hält. Kennst du denn den Unterschied zwischen einem Tanalanischen Dürretropfen und einem Lanossier Sonnengold? Belästige mich nicht länger. Auf Wiedersehen. Na, das war ja hilfreich. Abgewiesen hat er dich? Er ist einer der ganz großen im Weinhafener Weinhandel. Vielleicht sogar die Nummer 1. Er nimmt seinen Beruf sehr ernst, manchmal etwas zu ernst. Aber ich glaube, du hast ihn nur zum falschen Zeitpunkt erwischt. Nicht weinen, Abenteurerin. Wir werden schon den richtigen Wein für das Festessen finden. Ich habe eine Katze gehört. Hallo, Kitty. Oh, wie der Schwachsinn, den ich nicht brauche. Diesen Weingut erntet mit Trauben der Rebsorte Tieflandtraube. Das ist keine schlechte Traube und sie schmeckt leicht und fruchtig. Aber ich muss zugeben, dass ich mit dieser Rebsorte nicht an die Top-Weine herankomme. An der glücklichen Fügung der Götter oder, wenn du mich fragst, einem gewitzten Winzer, ist es zu verdanken, dass sie aus dem Tieflandtrauben eine besonders schmackhafte Variante entwickelt hat. Der Bacchus-Traube, wie auch immer. Diese anspruchsvolle Traube gedient nur auf dem fruchtbaren Boden im Weinhafen. Ich drehe mich lieber dreimal um. Die Winzer stellten daraus den vortrefflichsten Wein her, den man bis dahin geschmeckt hatte. Das ist der Tropfen, der zu den drei Köstlichkeiten passen würde. Der unübertroffene Bacchuswein. Nur einmal war es mir vergönnt, seine Herrlichkeit zu kosten, als sie aus dem Heer der Helden austrat. Ich fühlte mich wie im Himmel an einem Tisch mit 12 Göttern.
Mein Geschmacksknospen explodierten in einem Feuerwerk der Sinnlichkeit. Unbeschreiblich. Aber durch die große Katastrophe vor 5 Jahren wurden alle Reben des Bacchusweins ausgelöscht. Der Bacchuswein existiert nicht mehr. Es ist ein Jammer. Kein anderer Wein wird dem exquisiten Geschmack der 3 Köstlichkeiten Eosias gerecht. Das ist wahrscheinlich hoffnungslos, aber willst du dich nicht einmal unter den Winzern umhören? Vielleicht hat irgendjemand noch einen geheimen Vorrat. Mal sehen. Gucken wir mal. Bacchuswein, der legendäre Bacchuswein, da wirst du eher einen Oger im Arm drücken schlagen, als eine Flasche dieses edlen Tropfens aufzutreiben. Der Wein ist ein Ding der Vergangenheit. Fenris, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend dir. Ja, diese wundervolle Quest. Wer hat sie nicht geliebt? Ich verfluche sie jetzt schon. Immer noch. Alles nur für so einen blöden, dummen Wein. Ich meine, ich liebe Wein, aber... So ein Stress wird nicht mehr ich mir machen. Bacchuswein, dessen Rebe ausgestorben ist, den würde ich gern selber noch einmal kosten. Auch wenn es der letzte Schluck Wein wäre, den ich in meinem Leben zu trinken bekäme. Das hilft uns nicht. Das hilft uns überhaupt nicht. Wie ich erwartet hatte, der Bacchuswein existiert nicht mehr. Ich werde mir die Idee aus dem Kopf schlagen müssen. Es ist wirklich ein Jammer. Du musst wissen, es war der Bacchuswein, der mich dazu veranlasst, nach Weinhafen zu kommen und eine Karriere als Winzer zu beginnen. Nachdem ich mein Augenlicht im Kampf gegen Titan verlor, war ich am Boden zerstört, nie wieder sehen zu können, nie wieder die Schönheit der Welt zu erblicken. Den Gedanken konnte ich nicht ertragen. Aber der Bacchuswein hat mir gezeigt, dass sich die Schönheit der Welt auch in den anderen Sinnen offenbart. Bacchuswein hat das Leben für mich lebenswerter gemacht. Ihm verdanke ich alles. Mir egal, was ich davon nehme. Ich glaube, ich nehme jedes Mal das Gleiche. Ach ja, der Verlust dieses köstlichen Weins ist kaum zu verkraften. Ich hoffe nur, dass ich einen halbwegs vernünftigen Ersatz finden kann. Das bin ich meinem Hauptmann schuldig, sonst kann ich mich bei seinem Bankett nicht blicken lassen. Das wird allerdings nicht einfach. Ich muss erst einmal in Ruhe darüber nachdenken. Könntest du mir in der Zwischenzeit einen Gefallen tun? Weil vor 2 Jahren war ich mit meiner Hoffnung am Ende und ließ mich wie ein Wrack durch Wühlbrand treiben. Durch meine Unachtsamkeit geriet ich schon bald in Lebensgefahr, aus der mich im letzten Moment ein junger Mann namens Drest rettete. Ihm habe ich zweifellos mein Leben zu verdanken. Dafür konnte ich mich nie richtig erkenntlich zeigen. Doch das möchte ich nun nachholen. Als Zeichen dafür, dass ich dank ihm ein neues Leben beginnen konnte, möchte ich ihm eine Flasche meines Weines zukommen lassen. Ich weiß nicht, wo er wohnt, aber er arbeitet ab und zu am Fähranleger Regenfänger. Könntest du dort Ritzgild nach Dress Aufenthaltsort fragen? Falls du Dress findest, bring ihm bitte die Flasche Lumani-Wein. Vielen Dank. Mhm. Yay! Juhu, ich kann auf ihm reiten. Hier ist so toll. Wie gern würde ich auf ihm fliegen? Rennt der Kutscher an mir vorbei. Hi. Drest Ei, du meinst den Einsiedler. Er hilft uns manchmal beim B- und Entladen der Boote. Sonst habe ich nicht viel mit ihm zu tun. Und das ist auch gut so, wenn ich ehrlich bin. Er ist irgendwie seltsam und unheimlich. Ich will gar nicht wissen, woher er diese Verletzung im Gesicht hat. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Blödsinn angestellt. Nun ja, wenn du ihn unbedingt sehen willst, dann findest du ihn ein gutes Stück südwestlich von hier. Abbruchreifenhütte, die durchtrennte Bande genannt wird.
Mhm. Yay! Mein nicht pink fluffy Unicorn. Bald. Bald kann ich auch fliegen. Vor allem bald. Bin gerade mal bei Quest 31. Level 31. Ach nee, Level 33. Okay. Also 100 pro werde ich wahrscheinlich Level 80 erreicht haben, bevor wir überhaupt in die Nähe von Endwalker kommen. Ich heule jetzt schon. Hey, ich kann die Tanks während Dinges noch auf sich bringen. Ja, bestimmt möglich. Huch. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Wein? Ich habe keinen Wein bestellt. Oh, ein Geschenk. Na gut, wenn du darauf bestehst. Oh, ich ertrag's einfach nicht mehr. Dieser Lärm, diese Stimmen, dieses Scharren. Einfach unerträglich. Der schrille Lärm martert mir das Hirn. Ich kann nicht mehr. Es ist doch schon 3 Jahre her. Der Lärm und die Gewalt müssen ein Ende haben. Verdammt, du musst mir helfen. Du musst die widerlichen Dungmückenschwärme aufhalten. Bringen sie zum Schweigen. Ich ertrage den Lärm nicht mehr. Ja, ich darf Sachen töten. Das ist schön, wenn man doch nochmal die gute Story erleben kann. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Du hättest nicht mehr wechseln brauchen. Ich krieg sogar Erfahrung. Selbst mein Viech kriegt noch Erfahrung. Also mein Helferes. Warum auch immer. Na gut, okay, ist noch genau drüber. Sind noch genau 10 den Unterschied. Also ich habe wie gesagt eben noch Erfahrung gekriegt. Also alles gut. Hättest da jetzt nicht extra viel wechseln brauchen. Aber trotzdem danke. Sogar gleich viel. Ich bin blind da. Hol doch nicht ab. Toll. Ja klar, jetzt habe ich mir das Sirup bekommen. Ich habe mir direkt das große Vieh auch noch angelacht. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass ich heute sogar noch Level 45 erreiche. Oh, ich liebe ihn. Es ist schön. Ich habe mich in das Mount verliebt. Dann brauche ich nur noch die anderen. Auf dem hier natürlich. Sie sind verstummt. Ich danke dir. Du hast mir wirklich geholfen. Und das, obwohl ich für das Kaleische Kaiserreich gekämpft habe. Ich war mit meiner Einheit auf einem Erkundungsgang, als uns der Mahlstrom erwischte. Wir versuchten zu fliehen, wurden aber erbarmungslos niedergemetzelt. Außer mir hat niemand den Zusammenbruch überlebt. Ja, es ist wahr. Ich bin ein Feind von Eosia.
Aber ich stamme eigentlich gar nicht aus dem Kaiserreich, sondern aus einem kleinen, unbedeutenden Land. Es wurde erobert und danach wurden alle kampffähigen Frauen und Männer zum Heeresdienst gezwungen. Ich war ein friedliebender Mann, der niemandem etwas zuleide tun wollte. Und doch musste ich Unschuldige töten. Das ist die bittere Konsequenz des Krieges. Ich ertrage die Erinnerungen nicht mehr. Ich will doch einfach nur nach Hause. Und Level 44. Was täte ich nur ohne dich? Du bist die Erste, der ich das Geheimnis meiner Herkunft anvertrauen konnte. Außer dir hat nur Shamani Lumani eine freundliche Geste gezeigt, indem er dir den Wein für mich mitgab. Dafür möchte ich mich bei dem Lalafell bedanken. Am Mantisfall habe ich Kokosnüsse mit Palmenwein zum Kühlen ins Wasser gelegt. Kannst du sie abholen und zu Shamani bringen? Und richte ihm bitte etwas aus. Damals sagte ich zu ihm, gib dich nicht auf, dein Leben ist kostbar. Bitte sag ihm, dass er mir durch sein Geschenk diese Worte in Erinnerung gerufen hat. Irgendwann werde auch ich fliegen können. In einem weit entfernten Land. In einer weit entfernten Zeit. Wenn ich bis dahin wahrscheinlich drei weitere Klassen auf 50 gespielt habe. Ich hätte hier erstmal eine spielen sollen. Ah, nee, ich gehe erstmal da hinten hin. Macht mehr Sinn. Irgendwer kämpft hier. Kitty, was hast du schon wieder getrieben? Sollst sie doch nicht in Gefahr bringen! Was habe ich dir immer gesagt, hä? Bringe dich nicht in Gefahr! Okay, die Kröte hat dafür gelitten jetzt. Arme Kröte. Arme, arme Kröte. Gibt gut Punkte. Gibt's tatsächlich. Ich sehe. Angiette hat ihre Unternehmung abgeschlossen. Nice. Hallo, Shaman Lomani. Hallo, schön dich zu sehen. Hast du Dress gefunden? Wie geht es ihm? Für mich, von Dress, das ist aber nett. Er hat Kokosnussmilch vergoren und daraus einen Wein hergestellt. Beeindruckend, dass er mir mit den primitiven Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, solch eine Köstlichkeit hinbekommen hat. Danke auch für die Überbringung seiner Botschaft. Ich erinnere mich noch gut an seine Worte. Damals gaben sie mir Kraft. Ich freue mich, dass mein Geschenk ihn daran erinnert hat. Vielleicht sind wir uns ähnlicher, als es auf den ersten Blick scheint. Wir beide tragen schwere seelische Wunden. Doch durch freundliche Worte und Gesten haben wir gegenseitig unser Leid gelindert. Es wird Zeit, dass ich meinen Lebensritter einen Besuch abstatte. Ich glaube, wir haben uns viel zu sagen. Alter, gibt das immer Erfahrungspunkte. Juhu, ich krieg bald einen neuen Begleiter. Den 12 sei Dank, dass du noch hier bist. Mir ist etwas Außergewöhnliches an Dress Geschenk aufgefallen. Er hat sein Getränk in ausgehöhlte Kokosnüsse gefüllt und diese jeweils mit einem Blatt verschlossen. Schlürft weiterhin Tee? Ja. Wieder der gleiche Tee oder ist es diesmal ein anderer? Die markante Form der Textur und der Geruch, das alles ist unverkennbar. Es handelt sich dabei zweifellos um die Blätter des als ausgestorben geltenden Bacchusweins. Bacchusweins, wie auch immer. Ist dir klar, was das bedeutet? Wo Weinblätter sind, da muss auch eine Weinrebe sein. Eine Rebe würde reichen, um daraus diese legendäre Traubenart neu zu züchten.
Das wäre die Revolution der gesamten Weinwirtschaft. Kannst du zu Dress gehen und ihn fragen, wo er die Blätter gefunden hat? Hier, nimm eins der Blätter mit, damit es kein Missverständnis gibt. So. Wieder zurück zu Drest. Ja, selbe wie sonst auch. Ups. Wie gesagt, das hätte ja sein können, dass es ein anderer Wein. Anderer Tee ist. Kitty, du brauchst mich nicht fliegen. Alles gut. Alles gut. Reise gern mit meinen Mounts. So genieße ich das immer noch so. Hoch. Genieße ich das immer noch. Vor allem an irgendwelchen Steinen hängen zu bleiben, die einfach irgendwo in der Walachei rumdingseln. Liebe es, mit meinem Boot so zu reiten. Klar, würde ich gern fliegen können, aber es ist trotzdem schön. Zudem habe ich es ja nicht eilig. Ich muss zwar pinkeln, aber ich habe es nicht eilig.